Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, auf dem Kanal von Hunter und Kronen. Diesmal wieder mit Pete und Alex. Alex spielt heute mal wieder unser Einhorn. Und wir werden ein weiteres Zwei-Spieler-Spiel spielen, was wir an Essen mitgenommen haben. Und diesmal geht es um Hana Mikoji. Hana Mikoji ist eine berühmte Straße in Kyoto, in einem Rotlichtviertel. Allerdings ist es so, dass diese Straße besonders ist, weil sie von Geishas sozusagen bewandert wird. Und die Geishas sind, wie wir wissen, keine Prostituierten, sondern Damen, die sozusagen ihren Meister unterstützen. Und wir kämpfen. Bin ich der Meister, der unterstützt wird? Gucken wir sozusagen. Ja, wir gucken, genau. Und wir versuchen halt sozusagen, diese lieben Damen für uns zu gewinnen. Dabei ist es so, dass es ein reines Mehrheitenspiel ist und man sieht hier schon die sieben Geishas ausliegen und es ist so, dass je nach am Ende des Spiels sozusagen geguckt wird, wer wie viele Karten an jeder Dame anliegen hat, der die meisten Karten hat, gewinnt sozusagen den Einfluss und man sieht hier auch auf jeder Dame schon, wie viele Karten davon in dem ganzen Deck sind. Das heißt also, bei den dreien sind es zwei, hier sind es jeweils drei, vier und fünf. Und das ist ein relativ einfaches Spiel, geht auch relativ schnell. Deswegen bin ich auch dabei. Gewonnen hat der sozusagen 11 Einflusspunkte von den Damen hat oder 4 der Damen kontrolliert. Passiert beides gleichzeitig, sind die 11 Punkte höher. Das ist wie ein Microgame sozusagen. Das Spiel besteht aus ganz wenig Karten. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich glaube 21 sind es. Daraus wird eine auf jeden Fall entfernt, damit wir halt nicht wissen sozusagen, welche es ist. Und wir spielen sozusagen 8 Runden, das heißt jeder hat 4 Aktionen. Oh ja, die liegen auch vor einem, die kann jeder nur einmal benutzen. Und wir gehen einfach mal kurz durch. Das sagt sozusagen, ich darf eine Karte aus meiner Hand unter dieses Token legen, die wird also, am Ende sozusagen das meine Handkarte, die wird dann sozusagen gewertet und man weiß halt nicht, was es ist. Dieser Token sagt, man nimmt 2 Karten von seiner Hand, legt sie darunter und diese Karten werden am Ende nicht gewertet. Und jetzt kommen wir zu dem lustigen Teil dieses Spiels, das ist nämlich das Kuchenprinzip. Die dritte Aktion, die wir haben, man legt 3 Karten vor sich hin. Der Gegenüber wählt sich sozusagen eine Karte aus und man selber bekommt 2 Karten. Und dasselbe haben wir nochmal mit jeweils 2 Pärchen. Das heißt, dann wählt der Gegenüber wieder ein Pärchen aus und das andere bekomme ich und lege sozusagen. Mensch, da lernt man gleich soziale Komponenten hier wieder. Ja, brüderlich geteilt, schwesterlich beschissen. Sehr schön. Und ich habe jetzt hier schon mal die Karten aufgenommen. Und ihr seht schon, die sind auch hier mit der jeweiligen Farbe und auch den Symbolen, könnte man sagen, also den Gegenständen. Ihr seht ja hier schon, die haben bestimmte, den Sonnenschirm hier, diese Klampfe. Ich kenne jetzt da den fachmännischen Ausdruck nicht. Hier wird sozusagen Tee gerade eingegossen und die Haarnadel. Und das ist so, am Anfang der Runde zieht man immer eine Karte, damit man am Ende auch genug Karten hat für die Aktionen und führt dann eine der Aktionen aus. Beginnst du, Pete? Das kann ich einfach mal machen. Der schönere beginnt, stand in der Anleitung. Der Geisha-haftere. Das können jetzt die Leute in den Kommentaren ausdiskutieren. Naja, mich sieht man jetzt gerade nicht, deswegen bist du... Achso, das ist ja Autowind. Ziehe ich auch gleich oder erst, wenn ich dran bin? Nee, das siehst du immer nur, wenn du dran bist. Ah, da hat er gleich wieder zurückgeschlagen. Ja, das ist halt so. Das ist alles nicht so einfach, wenn man so bedenkt, was es ist. Alles nicht so einfach. Ich nehme einfach die Karte, ich nehme die Aktion sozusagen für die aus und die Karte wird gewertet. So macht er das. So macht er das. Also wird für mich gewertet. Ich bin mal... Oh, strategisch ist das natürlich so eine Frage. In dieser Zwickmühle sitzen wir aber beide, weil wir haben selber nur die Aktion. Ja. Ich spiele mal hier die 4. Ja. Die drehe ich mal um. Und dann baust du 2 Pärchen.
Und dann baue ich hier mal zwei Pärchen. Keine Ahnung, ob das der Knall im All ist, aber also hier drei gibt es ja eh nur im gesamten Spiel. Hier zwei Schirme und dann haben wir hier einmal die Schriftrolle und den Fächer. Piet, hast du denn eine Vorliebe schon? Welche der Damen du auf deine Seite ziehen willst? Naja, das heißt ja noch nichts. Man weiß ja nicht, du könntest das ja noch die anderen noch haben. Ja, ja. Aber du weißt ja, was du hast. Ich weiß, was ich habe. Oh. Und das ist auch ganz gut so, dass ich das weiß. Da. Schon wieder ins Fettnäpfchen getroffen. Nee, nicht unbedingt, würde ich sagen. Und ich nehme einfach du mal die. Du nimmst die, ja, ich finde die ganz schön. Dann werden die jetzt hier angelegt. Sofort angelegt, sozusagen, damit man das auch sieht. Gut. Und dann bin ich dran und ziehe wieder eine Karte. Und das war mir ja fast klar. Ja, momentan habe ich natürlich hier die Mehrheit bei den Damen. Hier Piet mit zwei Karten. Hier gibt es ja auch nur noch eine. Selbst wenn ich jetzt hier noch eine habe, kann ich da schon nicht mehr die Mehrheit gewinnen. Ja. Genau, das ist halt so der Haken an der Sache. Das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich war ja hier sogar bei den Jungs von Emperor S4 Games im Stream. Die waren sehr sympathisch auf jeden Fall. Hm. Die haben ja da auch so ein Weltraumspiel vorgestellt und Roundhouse mit solchen Pappteilen. Roundhouse, also ja. Wirklich, da kann man echt einer schlagen. Aber willst du mich nicht ablenken? Ich will dich nicht ablenken. Ich wollte nur deine Denkpause überdenken. Ach so, ja, darfst du mich aber nicht mit einbinden. Nein. Ja, ich bin denn nun. Warum hast du so viele Karten auf der Hand? Ich hab ja hier so. Ich mache Aktion 3. Ja. Da darf ich mir jetzt eine aussuchen. Da darfst du dir eine aussuchen. Ich darf mir eine aussuchen. Aber naja, so ein Roundhouse, damit es auch anständig steht in Japan. Ja, muss halt auch ein bisschen dicker sein. Muss das schon vernünftig aufgebaut sein. Also, ich kann dich hier auch gerne hinlegen. Bei dir. Wie dir das lieber ist. Nö, nee, ist alles gut, alles gut. Die sehen auch sehr hübsch aus. Ich nehme die hier. Du nimmst die da. Ich nehme die Zweier da. Dann lege ich die hier hin und diese hier hin. Dann bist du dran. Ziehe ich eine nach. Hey. Ja. Nach. Also wenn ich weiß, was ich auf der Hand habe, interessiert mich viel interessiert, was du alles auf der Hand hast. Und dann spiele ich mal die dritte Aktion hier. 5, 4, 5. 5, 4, 5, sagt er. Du nimmst dir meine 5, okay. Damit sind wir hier ausgeglichen. Ja. Jeder hat einen T und eine Haarnadel. Dann ziehe ich nochmal eine Karte. Und dann muss ich zwei Karten entfernen. Und das ist nicht einfach. Musst du nicht. Nee, ich könnte auch. Ja, aber vielleicht will ich ja. Du kannst mir auch deine Karten einfach zeigen. Ja. Da. Hübsch, oder? Ich bin mal gespannt, was ich ziehe. Ich hoffe auf mein Kartenglück, was meistens nicht auf meiner Seite ist. Nee, bei mir scheint es auch nicht. Karten und Würfelglück sind immer so eine Sache. Du hier schon wie diese drei Damen irgendwie beeinflusst. Das ist alles nicht so schön. Ich benutze einfach mal die. Kostet es was. Jetzt gibt es hier eine schöne Entscheidung für mich. Das ist wirklich cool. Also mit diesem Geben und Nehmen. Und dann zählen die Punkte. Die Punkte, die man hier ausliegen hat, oder die was? Kartenanzahl. Die Kartenanzahl nachher. Wenn man 11 hat auf seiner Seite, oder was meintest du? Jetzt wird jeder einzeln abgerechnet. Hm. Und wenn du jetzt hier bei, wenn jeder eine hat, ist die unentschieden. Hm. Wenn hier jetzt jemand einen hat und einer zwei hat, dann geht die halt rüber. Wenn jetzt jeder hier zwei hätte,
dann. Naja, aber meintest du nicht noch mit. Naja, gucken wir mal. Wenn er machen wir einfach so 2 und 4. Ich will mal. Ich nehme die beiden hier. Okay. Damit habe ich auf jeden Fall bei den beiden Damen auf jeden Fall die Mehrheit, ja, weil es gibt nur 2 Karten. Hier sind wir unentschieden. Hier gibt es noch eine Karte. Pete kann die natürlich abgelegt haben, eventuell, ne? Sie kann auch raus sein. Die kann auch raus sein, genau. Und oder du, ich ziehe sie jetzt. Ja, verdammte Axt. Ja, du kannst nur 2 Karten rausnehmen und eine werfen. Ich kann nur noch 2 Karten rausnehmen. Das heißt, die Karte, die ich ziehe, ist auf jeden Fall raus. Dann zieh ich eine Karte nach. Das ist aber schade eigentlich. Und die gehen raus. Ich ziehe auch eine Karte nach. Verdammte Axt. Ja, die Karten, die rausgehen. Die gehen raus. Die können wir hier rüberlegen, sozusagen. Die gehen raus. Das heißt, dann die gewertet wird, legen wir einfach mal drauf. Was hast du da Schönes? Ah, eine 5. Ich habe eine 3. Ich hätte auch eine 5. Hätte ich. Ich habe noch eine 5 gezogen, die musste ich aber leider entfernen. Und jetzt wird halt geguckt. Das heißt, hier hast du 2, du hast hier die Mehrheit, die geht zu dir. Du-du. Die geht auch du-du. Zu dir. Die bleibt da. Die geht zu dir. Die bleibt. Die geht zu mir. Oh. Und die geht zu mir. Also. Und damit ist das Spiel sogar schon beendet. Weil keiner hat 4, aber ich habe 11 Punkte. Das war meine Frage vorhin. Das sind 9, 10, 11, 12. Alles klar. Wunderbar. Ja. Das war meine Frage, aber trotzdem schön. Tolles Spiel. Relativ fix. Und relativ ich sage fix. Jetzt auch nur, würde es jetzt halt nicht weitergehen oder würde man jetzt nicht gewinnen, würden alle Karten neu gemischt werden. Das die, würde aber bleiben. Die Marker ja? bleiben aber auf ihren Sachen und man spielt einfach eine neue Runde. Das ist das cool. Das heißt, es gibt einfach dann ein ganz neues. Und das Spiel, Artwork ist natürlich cool. Also. Sehr, sehr schön. Hier gemacht. Gibt es die Karten dann auch ohne. Also man kann noch in der schwierigen Variante oder in der schöneren Variante, kann man die ganzen Karten auch umdrehen. Da stehen dann nicht die Zahlen drauf. Ja. Also ich zeige dir euch einfach jetzt alle nochmal in der Kamera. Ich habe gerade nochmal geguckt, wollte ich gerade nochmal schauen. Emperor 4S Games schreibt leider den Designer nicht mit drauf. Oder wir können ihn nicht lesen. Das kann sein. Ja. Aber das bezweifle ich eigentlich. Ja. Dass wir, obwohl, ja, es ist nicht, wir haben Glück, es ist nicht in Japanisch, es ist in Kantonesisch. Sehr schön. Also auch hier wieder toll aussehendes Spiel. Wenn man sich nicht so dämlich anstellt wie ich, dann könnte man es auch noch ein bisschen länger spielen. Das ist aber wirklich so, man hat immer, man denkt immer, Mist, welche Aktion soll ich machen? Alle sind irgendwie nicht perfekt. Das ist total schön, diese also dass man hier so eingeschränkt ist, auf jeden Fall. Genau. Ja. Gab es denn Essen für 13 Euro? Meinst du, man kriegt es jetzt so das überhaupt noch? Weiß toll, ich einfach. Nicht. Können wir auch noch mal gucken. Ansonsten ist es auf jeden Fall das erste in irgendeiner Reihe. Gucken wir, was da noch kommt. Ja. Es gibt auf jeden Fall hier auch irgendwie noch eine Website, die angegeben wird: boardwaygames.com. Vielleicht wird es darüber vertrieben. Also. Ich schaue das einfach nach. Wir können das mit. In die Beschreibung oder in die Kommentare schreiben. Schön, also super schönes, tolles Zwei-Personen-Spiel. Vom Thema her auch mal wieder was anderes. Ich sag mal, gut, Hanabi ging in so eine asiatische Richtung, aber das ist davon dann doch noch ein bisschen entfernt wieder hier. Also sehr erfrischend. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. Mir auch, ich sage. Trotz, dass ich verloren habe. Ja, ja, das ist halt so. Passiert. Ich sage danke, nee, wir sagen danke fürs Zuschauen und sehen uns demnächst wieder bei Hunter und Kron auf dem Kanal. Mal gucken, was wir jetzt nächstes spielen. Ciao. Ciao.